Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eure Stadt wohl in 100 Jahren aussieht? Dann kommt mit in unsere Zeitmaschine. Wir werden es euch zeigen. In der Zukunftsstadt verschwinden immer mehr größere Grünflächen. Jedoch finden wir ein paar Bäume und Pflanzen auf den Dächern, um Platz zu sparen. Es gibt nicht nur Hochhäuser, sondern auch ein paar kleinere Häuser für die wohlhabenden Menschen. Die Wolkenkratzer werden immer mehr benötigt, da immer mehr Menschen in die Stadt ziehen und der Wohnraum langsam knapp wird. Ist das Ganze nur Science Fiction oder kann das wirklich passieren? Naja, so abwegig ist das nicht, wenn man sich die heutigen Megastädte ansieht.